Hallo YouTube, hallo Aufbaufans und Strategiefans, willkommen zurück auf meinem Kanal. Neues Projekt bzw. neues altes Projekt, Lysara Summit Kingdom. Wir haben es auf dem Kanal schon mal gespielt, ich habe die Demo gespielt. Fantastisches Spiel, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und das Spiel wurde heute veröffentlicht im Early Access und ich dachte, wir schauen da gleich mal rein, was das Spiel kann, was uns erwartet, was alles neu ist. Und ja, wir starten rein. Wir schauen mal kurz den Zeitplan für die Early Access an. Finde ich wirklich cool, dass sie das so darstellen, was dann alles reinkommen soll. Ich werde euch dann unten das alles nochmal verlinken im Video, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. So, neues Spiel, was gibt's denn? Die Kampagne kommt später. Dann machen wir mal Standard, hätte ich gesagt. Ah, cool. Also wir schaffen eins und dann kommen wir immer weiter. Okay, dann machen wir das und Start. Of all the years in the long and storied history of the Kingdom of Lysara, this one surely has to be the worst. Following the harvest, a mysterious mist suddenly appeared all across the kingdom. Then the pandemonium started. Crops started to fail. Disoriented animals barely produced any milk. People started to get sick. And you can't see anything. The fog in this valley is even worse than the city. For all we know, we could be lost already. Faith, my friend. Have faith. We're following the path that's been chosen for us. Path? I don't see any path. Just the same damn forest going on for days. It's not entirely the same. Look, there are more and more pines, and the thickets are thinning out. We are getting higher. We'll get to the upland shortly. Even if that's true, what will we find there? Mark my words, mountains are no place for humans. Yes, but they are a place of the spirits. We will settle at the foot of the mountain and make our way up to build a grand altar at the very summit. The spirits surely will recognize our efforts and help us to drive the mist away. And Lysara will be saved. Yeah, that's great and all, but did you see how low on supplies we are? Never mind building a temple, we'll die of hunger before even reaching the top. Come on, it won't be that bad. Look on the bright side. Mountains are above the mist, so we'll be able to cultivate crops and pasture our yaks again. Maybe. Until the first avalanche sweeps us all away. Stop worrying about minor details. We're on the most sacred quest, and nothing will stop us. Onwards! Wirklich cooles Intro. Wirklich cool, hat mir Spaß gemacht. Also das war wirklich interessant. Und wir starten in das Spiel. Wow, wunderschön. Wow. Wie cool. Schaut das bitte aus. Schaut mal wieder. Der Nebel, der so drüber zieht. Fantastisch. Endlich ein Ort oberhalb des Nebels und mit genug Platz, um eine kleine Siedlung zu gründen. Ich denke, das ergibt Sinn. Wir müssen den Kontakt zur Hauptstadt aufrechterhalten. Für den Fall, dass sie kommen müssen, um uns zu retten. Das ist doch Unsinn. Wir werden in diesen Bergen Großes erreichen und diese kleine Siedlung wird unser erster Schritt sein. Beginnen wir damit, einen Bezirk für unsere Arbeitskräfte zu bauen. Das machen wir. So, wo geht's hin? Oh, schaut mal, wie geil das ausschaut. Wunderschön. Also, sehr, 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 sehr schön. Bin gespannt, was sich da alles noch geändert hat. So, weiter. Spielgeschwindigkeit. Passieren. Danke. Bau einen Lebensmittelmarkt. Das machen wir. Boah, ist das groß. Wieso kann ich nicht?
Ah, jetzt. So, wir haben keine Straße. Weiter. Lass uns durch den Bau von Straßen beheben. Genau, wir müssen logischerweise eine Straße bauen. Von da weg. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich Gebäude versetzen kann. Aber wieso nicht? Wieso kann ich es nicht versetzen? Jetzt vielleicht. Hallo. Zerstör's nochmal. So. Weiter. Verfüge über 32 Tieflandwohnende, die in Reichweite eines Lebensmittelmarktes leben. Okay. Oh. Interessant. 32. 1, 2, 3, 6. So, Straße. Danke. Ah, schön. Weiter. Die allerersten Siedler auf dem Berg, das ist großartig. Wir sollten uns um ihre Grundbedürfnisse kümmern. Schreine, sie brauchen Orte, an denen... Ja, genau, das kenne ich noch. Spiritualität kommt zuerst. Das sind Gebetsstätte, ja, das machen wir. Was da alles gibt. Klostermauer. Oha. Ich glaube, dass das Spiel vieles zu bieten hat, was ich teilweise noch gar nicht kenne. Ich habe nämlich immer gern, um solche Dinge einfach... Wie geil das klingt. Die haben das noch nicht. Moment. Jetzt haben sie es. Weiter. Klick auf eine Hütte für Tiefland. Ja. Schließe das Hausmenü. Oh, eine Hühnerfarm. Hühner! Ah, Hühnerform. So, Gebäude drehen. Geht das irgendwie? Moment. Ich muss kurz schauen. Einstellungen. Tastenzuweisung. Straße bauen. Bauernhaus, Abriss, Klon. Man kann Gebäude anscheinend nicht drehen. Okay. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. So, jetzt muss ich das ja... Genau, das sendet das jetzt dorthin. Das müssen wir auch machen. Beginne damit, Zampa zum Lebensmittelmarkt zu schicken. Gerstenfeld, Mühle. Okay. Der macht 6. Ach so, stimmt. Ich muss jetzt erst das bauen.
Senden daher. So. Senden daher. Ja, ausgezeichnet. Das heißt, der produziert 12. Der braucht. Okay. Verfüge über 8 Häuser für Tieflandwohnende auf Stufe 2. Eins noch. Nein! Verdrückt! Sorry! Weiter. Prächtig. Sieht so aus, als wären die Tieflandbewohner hier glücklich. Sie werden das Rückgrat der Wirtschaft einer Siedlung sein. Okay. Aber wenn wir vorankommen wollen, brauchen wir diese. Das werden wir hinkriegen. Ich bin mir sicher, dass wir ihnen auch irgendwie angenehmer machen. Müssen wir eins rüber? Oh, cool. Wenn du mich fragst. Ja, das machen wir. Wir expandieren. Wir machen eine Bridge. Oh, wie cool. Geil. Geilo. Straße verbunden. Weiter. Verfüge über 40 Handwerkskräfte, die ein Reichert deines Lebens mit Marktes leben. Also, wir machen mal die Straße und Lebensmittelmarkt. Das wird wieder unser Zentrum. So, die Straße. Ich mache das nämlich wirklich immer ziemlich gern, einfach das zu verbinden. So, Handwerker. 1, 2, 3. 4. So. Straße. Schaut doch mal nicht so schlecht aus. Weiter. Fülle die Verbesserungsfortschrittsbalken in 10 Handwerkskrafthäusern bis zur Hälfte. Das heißt, wir brauchen zuerst einmal das. Genau. Die brauchen Essen. Wir machen auch mal Eier. Senden. Dann machen wir auch hier Mehl. Also Gerste und dann Mühle. Genau. Und das da. Senden. Senden. Weiter. Baue eine Kupfermine und verbinde sie mit dem Straßennetz. Wo waren das noch schnell? Mine bauen. So. Straße. Yaks fehlen. Das war mir fast klar. Hol ein paar Yaks, um mit der Kupferproduktion zu beginnen. Ah, das sind diese. Genau, ich kann mich schon erinnern. So, Straße. Danke. Das sind jetzt diese Yaks. Da haben wir jetzt 10 Stück. Senden. Das daher liefern. Achso, das kann nicht verteilt werden. Verfüge über eine Rohstoffverteilung mit 40 Handeln Reichweite. Rohstofflieferant. Ah ja. Warte, dann bauen wir das daher. Mach das mal so. Wieso geht das nicht?
Achso, Kupfermine. Habe ich schon. Kupferschmied. Den bauen wir daher. So, du lieferst bitte daher und du lieferst bitte daher. Jetzt haben wir es. Versorge 40 Handwerkskräfte mit der Ressourcenutensilien. Okay. So, das haben wir jetzt. Verfüge über ein aktives Förderband, das nach oben führt. Förderband. Wir machen das von da weg. Ja. Das ist quasi so wie da. Genau. Nice. Weiter. Verfüge über zwei aktive Imkereien in der mittleren Zone. Ist das dann schon die... Cool. So, wir schauen mal. Da kann ich das ja nicht bauen, gell? Nein. Aber ich brauche eine Straße. Mach mal so. Bau das mal daher. Weiter. Dein genialer Plan scheint eine Schwachstelle zu haben. Schwachstelle? Es ist ein perfekter Ort für Bienen. Du tust so, als wärst du von einer gestochen worden. Oh, mach die Augen auf. Wie sollen wir den ganzen Honig nach unten transportieren? Entspann dich. Mit der richtigen Einstellung und einem offenen Geist können wir jedes Hindernis überwinden. Wie genau soll uns ein offener Geist dabei helfen, etwas zu transportieren? Oh, warte nur. Holen wir meine Brüder und Schwestern des Ordens her. Sie werden sicher eine Lösung finden. Ist ja herzig. Verfügen wir eine aktive... Das kenne ich tatsächlich nicht. So, Akademie. Ja, interessant. Das ist ja geil. Schlafgemach für Ordensleute. Ja, aber wieso? Ordensleute fehlen. Akademie. Ah. So, was ist denn da jetzt? So nicht. Gibt es nicht. Ordensleute. Geht nicht. Ach so. Ordensleute fehlen. Gesamt 16. Arbeitslos. Okay.
Okay, warte, dann brauche ich noch mehr, oder wie? Ah ja, ich brauche einfach mehr. Ja, dann geht's schon. So, jetzt haben wir's. Weiter. Verfüge über 10 Häuser für Handwerkskräfte auf Stufe 2. Essen. Oh oh. Die haben kein Essen. Wagenposten. So Leute, wir haben jetzt die Leute aufsteigen lassen. Erhalte Spenden von Bürgerinnen und Bürgern. Errichte Spendensammelstellen. Ja, Spenden! Spendet mir! Jetzt los! Na gut, vergiss es, wir werden alle sterben. Entspann dich, es wurde niemand verletzt. Eigentlich war diese Lawine gar nicht so groß, ich wette, wir können diese immer noch einen Handelsposten einrichten. Alter. Stell dich nicht so dumm. Wir brauchen nur ein paar Förster, die für den Baumbestand sorgen. Das sollte genügen. Oha. Jetzt geht's aber los. Lawinenschutz, was ist das? Brücke. Juhu, cool. Das ist geil, das gefällt mir. Ich feiere solche Spiele. Verteilung. Die einfachste Art, Lawinen zu blockieren, ist, ihnen Bäume in den Weg zu stellen. Das können wir mit Försterhäusern tun. Ah. Die halten dann so die Lawinen auf, oder wie? Anscheinend. Okay, okay. So. Yaks fehlen. Leute, wir brauchen Yaks! So, jetzt haben wir Yaks. Genau, dann mach jetzt hier. Mach mal das. Stell sicher, dass dein Handelsposten komplett vor Lawinen geschützt ist. Ach so. Ah, warte. Dann müssen wir den wegnehmen. Hä? Das verstehe ich nicht. Das. Hallo? Das ist ja eigenartig. Ich kann das nur da herbauen. Was ist, wenn ich... versetzen. 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 So, und jetzt da die Straße her. Genau, und da
den Handelsposten. Ah. Jetzt geht's. Stell sicher, dass da... Was fehlt da? Ah, wir brauchen Tiefland. Okay, warte, wir müssen da runter. Was fehlt euch? Oh, oh, Essen. Wir machen noch Eier. Wir brauchen mehr Einwohner. Genau, wir haben jetzt das abgeschlossen. Wir müssen jetzt darauf. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da irgendwie... Hä? Da ist er nicht ganz, oder was? Weg damit. Jetzt ist es. Weiter. Da kommt sie! Wer? Wo? Ah! Die ist sehr cool. Hurra, es hat geklappt. Der Handelsposten ist sicher. Jetzt sind wir endlich bereit für den nächsten Schritt. Machen wir uns auf den Weg zum ersten richtigen Berg. Ich kann es kaum erwarten. Yeah! Erledigt! Na gut, Leute. Das war's mit der Folge. Und wir haben quasi das Tutorial gespielt. Wir haben es zwar in der Demo auch gespielt. Aber es war halt jetzt noch umfangreicher. Jetzt hat man nochmal gesehen, wie das mit den Lawinen funktioniert, wie man das dann aufhaltet. Da gibt es noch so viel mehr, was man bauen kann an den Gebäuden. Gigantisch. Also, und allein, was man da jetzt sieht, wie viele Berge es gibt, was man bespielen können, habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck bekommen von der quasi Vollversion im Early Access. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Videos wieder mit einschaltet. Bis dahin, bleibt's brav, macht's was gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Spielorado. Ciao, ciao.